Ja, das ist die Elbphilharmonie. Servus zum nächsten Vlog hier auf Einfach Markus. Und ja, wer im letzten Teil zugeschaut hat, im letzten Vlog, ne? Da waren wir in Kassel und jetzt sind wir hier aufgeschlagen in der Hansestadt Hamburg. Na, mal gucken, was hier passiert. Wir sind aufgeschlagen im Hotel in Hamburg. Und da hinten ist Miula. Da müssen wir ja morgen geschäftlich hin. Das heißt, ja, wir sind hier im Hotel jetzt angekommen. Und ja, wie sieht's aus, ne? So sieht hier das Hotel von Miula aus, ne? Klein. Weil du sollst dich ja nicht wohlfühlen, also schon wohlfühlen, aber nicht ausbreiten, sondern was erleben in Miula und in Hamburg. Und dann reicht das Bett hier. Ja. Also man kann ja mal gucken hier, wir haben hier Garderobe, Schränke, ja. Und hier ist der Toilette. Mit schöner Dusche. Wenigstens etwas kann man duschen. Guck. Ja, so. Betten, ne? Kleiner Tisch, Fernseher, wichtig, ne? Und interessante Nachttischchen sozusagen, Ablagen. Ja, erfinderisch. Und diese Lampe ist natürlich auch, ja, zweckentfremdet. Aber genau so will man es ja haben, ne? Freude, Spaß, auch diese Lampe hier ist schön zweckentfremdet, ja. Dabei hat man dann hier am Bett eine, naja, interessante Lampe. Aber die hängt so mit Lesestoff. Naja. Und was es hier noch Besonderes gibt in diesem Hotel, ja, das zeige ich euch jetzt. Denn natürlich, wenn man schon im Miula Hotel ist, ja, dann muss es ja auch Miniaturwunderland technisch sein. Das gucken wir jetzt. Viel Spaß hier. Ja, wir gehen jetzt mal raus hier aus dem Hotelzimmer. Und in den Flur. Und was es in dem Flur Schönes gibt, das zeige ich ja jetzt. So, man läuft hier den Flur vor zu den Aufzügen. Ja, und das Schöne hier ist einfach, ne, dass man, wenn man aus dem Aufzug rauskommt, schon hier Miniaturwunderland technisch empfangen wird. Und ich finde das echt super geil hier. Ja, das ist einfach riesig. Selbst das hier ist richtig geil gemacht, so im 3D-Sinne. Da komme ich doch schon wieder auf super tolle Ideen bei mir zu Hause. Der Wahnsinn. Ja. Und dann gibt es hier die Aufzüge. Ja, und die sehen so aus. Der wird gleich zugehen, aber rustikal wie beim Klempner. So, wir sind jetzt oben, die Tür geht auf und... Das ist die Dachterrasse sozusagen des Hotels von Miula. Und hier hat man einen herrlichen Ausblick. Anscheinend soll man ja nachts kommen, weil nachts es einfach besser ist, beleuchtet und so. Aber ja, ein interessantes Ambiente so schon, ne? So, hier ist das Hotel zu sehen, ne? Und na, interessant hier unten, ne? Sogar Wohnwägen. Kann man campen hier, wa? Oder was das immer bedeutet hier unten? Naja, sind wir mal gespannt. Ansonsten hier, wenn man hier jetzt rüberläuft, man kann hier natürlich rumlaufen, aber leider hat die Bar geschlossen wegen Corona, ja. Dann hat man hier so die Möglichkeit, sich aufzuhalten. Da wäre die Bar dann, ja, leider zu. Ja, und dann hat man halt hier natürlich die Sicht auf andere Bereiche. Ja, viele Baukräne hier. Schönes Skyline von Hamburg, ne? Und da drüben sieht man natürlich den Michel. Und hier die anderen Kirchen. Also hier ist die Zwischenebene, ne? Da seht ihr mal hier alles von oben ein bisschen. Ja, hier unten Popeye, ne? Und der Eingang. Und hier unter uns ist die Rezeption und alles, ne? Und ja. So sieht das hier aus.
alles sehr witzig hier gemacht. Gefällt mir unheimlich. Ja. Finde ich witzig. Und hier die Schränke so, ne? Cooler Stil auch hier oben, ne? Einfach genial. So, und hier haben wir Raum Z, ne? Und wenn die Tür aufgeht, dann haben wir hier Alkohol. Alkohol, was zum Lesen, Chips, ne? Und natürlich viel, viel Süßes hier. Und das ist das Spätti, ne? Der Kiosk hier zum selber bedienen. Einfach geil. Und jetzt gehen wir mal dahin und gucken uns das genauer an. Und hier geht's in den Aufzug rein. Yo! Mit Monitor. So, jetzt sind wir auf dem Weg. Auf die Etage. Kommen wir da raus? Ja, wir kommen raus. Ah. Und da sind die Camper. Live und in Farbe. Ich finde das geil. So, hier mitten auf dem Hof, ne, vom Hotel. Camper. Mit Gartenzwerge. Ne? Und vorher waren wir da ganz oben. Und haben hier runtergeguckt. Auf jeden Fall eine sehr witzige Sache hier, ne, zu campen. So, da gehen wir mal die Treppen runter. So. Und hier ist Wasser. Wasser! Was ist das hier? Ein komischer Mannequin. Der guckt. Keine Ahnung wohin. Aber auf jeden Fall ist hier Wasser. Wasser, Wasser, Wasser. Ganz viel Wasser. Und dreckiges Wasser. Und Brücken. Und es windet hier. Ihr seht's, ne? Frau ist schon wieder am Frieren hier. Ne? Guckt ihr mal, wer nach mir kommt. Und guckt ihr mal, wer nach meiner Frau kommt. Ne? Und noch mehr Wasser, 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 Wasser. Mittendrin hier eine Schiffsschraube. Ja, mittendrin. Und die ist ganz groß. Ganz groß. Wenn ich hier mal näher komme. Ne? Oh, kaputte Finger. Und was habe ich entdeckt? Was habe ich entdeckt? Eine Kanone, ne? Fast so gut, ne? Wo ist sie denn? Da ist sie. Wow. Die Kanonenkugel hängt dran. Boom. Naja, fast so gut wie meine, gell? Fast so gut wie meine. Ich muss mal ein wenig weiter weg hier gehen, dass ihr besser seht. So, ne? Jetzt stellt euch das Rot vor, ne? Und dann passt zu meinem Schiff, ne? Wie bei mir am Schiff, ne? So, wir gehen jetzt was essen. Wo gehen wir dann hin? Hier. Wir gehen jetzt ins Surf Kitchen. Sind wir mal gespannt. Ja, wir gehen jetzt mal rein. Ich hoffe, die haben schon offen. Ne? Dann können wir was essen. Müssen wir mal fragen. So, dann gehen wir rein. So sieht's hier aus. Einfach geil, wa? Geil, geil, geil. Jetzt können wir was essen. So, Pizza habe ich mir heute gegönnt. Pizza. Und die Frau hat einen Burger. Ein Burger. So, gesättigt gehen wir jetzt weiter. Wir gehen jetzt raus in den Regen von Hamburg. Ja, war hier ganz lecker. Ne? Interessante Pizza. So mediterran. Ne? Neuer Pizzaboden aus Italien und tolle Burger. Ja, also wer mal will, ne? Hamburg Surf Kitchen. Vorbeischauen. Ja, mit Süßkartoffeln, Rosmarinkartoffeln gibt's und so. Und probieren, probieren. Also ich fand's lecker und ich bin ja ein Schnaiker, ne, wie man weiß. Ne? Aber die Pizza war lecker. Aber nichts im Vergleich zu Pizza von zu Hause. Ne? Nichts kommt über Mario. Was man so alles in Hamburg entdeckt. Ne? Interessant hier, ne? Und hier noch mehr Kanonenrohre, aber Thirst and Rescue. Und natürlich muss ein Schiffelein fahren, hier in Hamburg. Und die Hansa fährt hier, ja, ganz flach, unter der Brücke durch. Ei, 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 ei.
So, hier sehen wir natürlich noch mehr, ne? Eine Leuchtturmspitze, war das war, oder eine Bojenspitze könnte es natürlich auch sein, ne? So eine Boje von früher, ne? Wer weiß, vielleicht war die ja mal hier. Oh ja, da kommt das nächste Schiff, ne? Bindet sich da an und hier, ne? Ja, schöne Gebäude halt, ne? Und da kommt das nächste Schiff. Ja, da unten zeugt sich an. Werden ja immer größer die Schiffe, die hier durchkommen. Und da ist es schon. Ja, hat nur eine laute Hupe. Größer ist glaub nicht. Naja. Alles so Ausflugsschiffe. Aber macht ja eine schöne Welle, wa? Mit Vollgas durch die Brücke. Jawohl. Guten Morgen. Ja, ein neuer Tag hier im Miula Hotel in Hamburg. Ja, wir haben jetzt reichhaltig gefrühstückt. Ein echt empfehlenswertes Hotel, muss ich sagen. Sehr nobles Frühstück mit allem, was das Herz begehrt. Also man könnte sich da im Schlaraffenland durchmampfen. Also wenn man hier ein hamburgisches Piers 3 Hotel mit Frühstück buchen, lohnt sich echt. Also man kann das Frühstück reinhauen und hat dann bis zum Abendessen Ruhe. Lecker, lecker. Ja, jetzt geht's dann nachher rüber ins Miula mit dem Fernsehteam fürs Projekt. Ich darf es ja immer noch nicht verraten. Ja, ich schau mal, was ich vlogtechnisch hier filmen kann. Wahrscheinlich wird es eher auf dem anderen Kanal zu finden sein. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. So, wir haben das Miula erreicht. Da oben ist die Brücke, die neue. Da habe ich die auch mal drauf. Ja, ich finde das gigantomanisch, diese Brücke. Einfach super. Aber mal gucken, was heute noch so geht. In dem Fall bis gleich. Ja, da oben steht's. Miniaturwunderland. Ja, wir sind unterwegs. Ja. Und da vorne ist schon das Filmteam, das uns heute begleiten wird. Und ja, mehr können wir noch nicht sagen zu dem Projekt hier. Aber schauen wir mal, was kommt. Ihr werdet doch frühzeitig erfahren, was kommt. Und guten Morgen. Er wird uns heute jetzt als Redakteur begleiten, als Anweiser an Regie und ja, aber ihr erfahrt frühzeitig, wann und wo das alles kommt, also lasst euch überraschen, ich muss euch auf die Folter spannen, noch wird noch eine Zeit gehen bis zum Ende vom Jahr und jetzt gucken wir mal, was wir da drin alles anstellen und treiben und was ich noch für euch einfange. Bis später. Ja, kurzer Einblick hier im Miula. Das andere seht ihr dann natürlich auf Modelleisenbahn Träume TV, was hier mehr im Miula ist. Ja. Uns geht es ja heute mehr um die Aktion, was wir hier mit dem Fernsehen machen. Sind wir mal gespannt, wen wir alles sehen und wen wir alles treffen. So, jetzt bin ich hinter den Kulissen in der Werkstatt. Na, das sieht natürlich brutal aus, wenn man das überlegt. Ne? Meine Werkstatt ist da sehr mickrig. Aber nächste Woche sieht es so aus. Nein, Spaß. Ja, gucken wir mal. Es gibt natürlich vieles hier, was ich gar nicht brauche, was ich gar nicht will. Ne? Die haben natürlich ein ganz anderes Spektrum hier in Miula. Ja, das muss man auch sehen. Aber gut. Ne? Ich sehe hier schon die eine oder andere Maschine und Sache. Ne? Schön, ne? Schiff. Gefällt mir, gefällt mir.
So, jetzt geht's erstmal Ham Ham. Okay, was mit Pommes? Mal nichts Mediterranes, ne? Witzig. Drehpause. Ja, jetzt wollen wir hier oben kurz warten. Da ist übrigens die Brücke. Ja, auf dieser Ebene sind wir. Und da unten Wasser. Ja, wie gesagt, auf einem anderen Kanal, Modelleisenbahn 3 TV, da findet ihr dann die Miwula-Abschnitte und ja, müsst ihr halt immer rumswitchen in das Video, in das Video. So ist halt. Jetzt gucken wir mal, was noch geht und ja, wir sehen uns später. Ja, mittendrin, statt nur dabei. Ja, wir haben jetzt gerade den Vulkan angeguckt. Das Video vom Vulkan seht ihr aber auf Modelleisenbahn Träume TV auf dem anderen Kanal im Endeffekt. Hallo. Hallo. The Cameraman, ne? Jetzt gehen wir weiter und wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt von hier auf Modelleisenbahn Träume TV. So, die anstrengenden Stunden im Miniaturwunderland mit dem Filmteam sind vorbei. Ja. Wir laufen jetzt hier gerade auf irgendeiner Brücke hier in Richtung Landungsbrücken. Auf einer Brücke in Richtung Landungsbrücken? Ja, wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt von Miwula auf Modelleisenbahn Träume TV, ist er bekannt. Mittlerweile, glaube ich, in dem Video. Ja, hier haben wir jetzt nochmal gleich einen Blick auf die Brücke. Da ist sie nochmal. Ja, vielleicht im Oktober kommen wir mit dem Filmteam dann dahin und können auf die Brücke. Das war aber noch nicht hundertprozentig sicher. Wir wollen mal überlegen, wenn wir das nächste Mal hier im Miwula drehen mit dem Fernsehen, ob wir dann auf die Brücke gehen. Ja, schauen wir mal. Gut, wir gehen jetzt weiter, mal schauen, was wir sehen. Ja, das ist die Elbphilharmonie. Hä? Ach, ich bin wieder der Lustige, ne? Elbphilharmonie. Richtig. So heißt's. Aber da gehe ich nicht rein, ist nicht mein Geschmack. Muss nicht alles machen. Ja, wir gucken jetzt mal noch hier rum. Ein paar Boote haben wir gesehen, aber wir wollen mal auf die Landungsbrücken vielleicht. Schauen wir mal, ob wir die finden. Ja, mal kurz zur Info. Das hinter mir, wo die Baustelle ist, also der Bauzaun ist, das ist jetzt übrigens der neue Bereich von Miwula. Also in einer von den Etagen da drüben kommt da hin, da führt die Brücke rüber und da wird das halt hier gerade großartig gebaut, damit bald hier die Modelleisenbahn dann einziehen kann. Ja, interessant. Ne? So, wollen wir mal gucken, die Busse hier. Ne? Da kommt gerade einer. Hä, warum haben die so viele Türen? Das war jetzt noch ein kurzer, weil normal sind die noch ein Stück länger, haben noch eine Tür mehr. Also bei uns zu Hause haben die zwei Türen. Eine vorne, eine hinten. Aber eine vorne, eine in der Mitte, eine in der nächsten Mitte und eine ganz hinten und eine noch ganz hinten bei den längeren Bussen. Hä? Komisch. Müssen die Hamburger so viel ein- und aussteigen? Frage über Frage, ne? Ja, Astor Filmpalast. Schön mit Fischeleins, ne? Und natürlich rotem Teppich hier auf dem Boden. Ja, muss natürlich sein. Ne? Da seht ihr, roter Teppich. Roter Teppich auf dem Boden. Ja, oh, hauptsächlich hält das Wetter noch. Es ziehen schon wieder dunkle Wolken auf. Echt jetzt? Nichts so aus mit Landungsbrücke. Ja, geregnet hat es wieder, wie immer in Hamburg. Ja, so ist halt. Schon mal abbrochen sind wir im Hotel. Na ja, mal gucken, was noch kommt. Jetzt klingelt auch noch der Roomservice. Du bist ein Arschloch, ey. Du hast mich immer an den Eiern, ey.
Einen schönen guten Morgen aus Hamburg und die Reise hier ist zu Ende. Ja, schöne, aufregende Zeit hier und bald geht's hier wieder weiter. Ja, mal schauen, ob wir da auch filmen können, wenn es hier wieder munter mit dem Filmen im Mivula weitergeht mit dem Fernsehen. Seid gespannt, abonniert den Kanal, gebt einen Daumen nach oben und die Glocke nicht vergessen. Ja, und wir sehen uns beim nächsten Vlog. Mal schauen, was da kommt. Bis dahin, viele Grüße, euer Markus und ciao!